Hallo liebe Freunde und willkommen zu etwas mal wieder ganz anderem. Wir spielen eine Runde Worms Revolution. Ihr seht gerade schon mit wem, und zwar mit Lumi. Sag mal, hallo Lumi. Genau. Hallo. Und Hardcore Saxony, aka Felix. Hallo. Boah, der brüllt natürlich voll ins Mikro. Jetzt klingeln mir die Ohren, so. Dankeschön. Ihr müsst mal ready drücken, dann geht's schneller, sonst dauert es noch 30 Sekunden. Wo? Einfach auf euren Namen diesen roten Knopf drücken. Ah. Sehr gut, wir spielen eine zufällige Map mit der Einstellung Chaos in Heaven. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und wir spielen jeder mit 5 Würmern, jeder gegen jeden, hoffentlich. Und ich habe keinen Plan. Wie kriege ich denn den Chat eigentlich weg? Indem du auf den Pfeil links oben drückst. Dass ich meine Maus überhaupt nicht sehe. Ah, jetzt. Wenn du Escape drückst, siehst du es auf jeden Fall. So, ich bin rot, so wie ich das sehe. Versuche jetzt mal mit dem Controller zu spielen, okay. Das wird lustig. Okay, das ist schon mal nicht der Sprungknopf. Bist du zur Tastatur X, übergegangen? X ist der Sprungknopf, okay. Falls jemand mit einem Xbox-Controller spielt. Ich höre dir mal aufmerksam zu, wie das bei dir funktioniert, und dann wechsle ich vielleicht. Nein, das fassen wir nie. Ich würde schnell auf Maus switchen, oder hast du 10 Minuten? Nee. 45 Sekunden habe ich eingestellt. Ich mache Maus und Tastatur, und der Rechtsklick ist das Menü zum Aufrufen der Waffen. You cannot rush. Das ist das Einfachste. So, und dann mit den Pfeiltasten nochmal besteuern. Und alles mit Granatenform wird nicht vom Wind unterstützt, nur nochmal so. Ach ja, genau, und der Wind, ja. Ich hab nicht getroffen, verdammt! Wer ist eigentlich... Ach, ich bin gelb. Na super, und du greifst mich an. Die Frau steht mal wieder im Schutz. Ich wollte euch beide angreifen, hallo? Was war Spring? Kacke, ey. Für Tastatur weiß ich es nicht. Ich glaube Enter oder Shift. Nee, Shift müsste es sein. So, da werden wir erstmal ein Exempel statuieren. So herrlich, dass ich nicht die Einzige bin, die hier planlos ist. Hey! Das war der Baseballschläger. Das ist so ziemlich das Stärkste zum Weg. Ich weiß, daran erinnere ich mich noch, aber das war unfair. Ich hätte gerne ein bisschen Weltenschutz. Das kennt Felix nicht. Der will gewinnen. Kann ich die Würmer eigentlich wechseln, oder wie ist das? Normalerweise nicht, ne. Du musst mit dem spielen, den du jetzt hast, außer du hast einen extra namens Wurmwechsel. Boah, sehr toll. Und ich weiß noch nicht mal, wie man den auf der Tastatur auslöst. Ist das nicht toll? Rechtsklick ist die Waffe holen, und wenn du dann musst du den Wurmwechsel auswählen, ich glaube Leertaste drücken zum Aktivieren, dann Tab zum Durchwechseln. Und dann musst du nochmal Leertaste drücken, glaube ich, oder so, zum Bestätigen, dass du den haben willst. Glaube ich. Bin maßlos überfordert. Du wolltest das Tutorial nicht spielen. Was? Schieß einfach auf die vor dir, das sind 3 Gegner vor dir, du kannst sie nur treffen. Aber mit was? Rechtsklick links oben, egal. Bazooka, und dann volle Emme auf meinen Wurmkopf. Bazooka, los, richtig. Deine Option. Du hast noch 5 Sekunden. Ein Stück nach oben zielen. Wie schieß ich denn? Mit Leertaste und mit den Pfeiltasten zielst du. Pfeil nach oben und unten. Pfeiltaste nach oben, nach unten ist. Ich dachte, ich kann mich nicht mehr blamieren als du, oder so, nein. Aber wow, okay, die rechte Shift-Taste ist schon mal nicht, das ist nämlich das Waffenmenü, und die linke Shift-Taste ist Springen, okay. Sehr gut. Die linke Shift-Taste ist Springen? Die linke Shift-Taste ist Springen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Doppelt-Rück-Taste diese tolle Saldo war, nee, oder? Nee, das ist Doppelt-Shift, okay. Das hier. So, jetzt spielen wir also so komplett ohne Maus. Ich spiele nur Tastatur. Töt uns. Naja, ja, nicht schon wieder mich? Ich hab heute auch echt die Arschkarte gezogen, oder? Feuerfrei! den Stream. Die Aufnahme. Was ist mit Stream und Aufnahme? Vergiss es. Oh, eine Werkzeugkiste. Must be the new car! Ja, super. Ich weiß gar nicht, hast du irgendwie Jetpack oder irgendwie sowas zum Hochkommen? Oder Flugwaffen gibt's doch auch, oder? Ja, du hast so auf jeden Fall eine Homing Missile, also eine Rakete, wie so eine Bazooka, die... Du hast in 3 Runden freigeschaltet. Aber du hast eine Homing Missile. Kannst du hier auch einmauern. Gibt's das noch? Ja, ja. Homing Missile ist in der ersten Zeile irgendwo. Aber cool, du hast die Bergbombe schon aktiviert. Ich habe einfach eine vorgefertigte Option genommen, ich habe da nichts selber eingestellt. Natürlich optimal. Ich bin gespannt. Sehr gut. Ganz schön böse Bergbombe. Ach Mann.
Wow, vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal, jemanden von euch zu treffen. Drückt mir die Daumen. Bis jetzt hat ja auch nur, sind auch nur zwei Leute getroffen. Okay, toll. Jetzt triff nur nicht dich selber, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen sollte. Du bist blau. Alles, was nicht blau ist, solltest du abschießen. Ja, aber da komme ich ja gar nicht ran. Du kannst über die ganze Map schießen mit dem. Geh mal in die Kiste ran, stell dich mit dem Rücken. Geh mal in die Kiste ran, stell dich mit dem Rücken dahin. Welche Kiste? Du redest von dem Pinsel, oder? Ja, Pinsel. Stell dich mit dem Rücken ran und ein Stück weit auf, in die, nach rechts. So, und jetzt zweimal Shift. Was? Recht, linke Shift hast du doppelt. Da kannst du hochspringen, so ein Rückwärtssalto kannst du höher springen. Zack, und jetzt bist du oben. Das machst du beim, genau. Jetzt musst du nur bald schießen, weil da ist noch 8 Sekunden. Nochmal. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist ein eigener! Scheiße! Und tschüss! Warum sagt ihr mir das nicht vorher? Weil ich vorhin gesagt habe, alles was blau ist, darfst du nicht abschießen. Oh mein Gott! Frauenlogik. Das hat nichts mit Frauenlogik zu tun, das hat was mit, ich spiele ein neues Spiel und mit totaler Dummheit hat das nicht was zu tun. Oh. So, was nenn es wie du willst, das ist ja wie jetzt, so deine Jetzt fühle ich mich sehr peinlich berührt. Ich bin froh, dass ich keine Facecam habe. Benni? Ja? Es ist deine, du bist dran. Es ist deine erste Runde seit langem, also. Ach, du bist da schon, du hast dich schon bewegt, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja, ja. Ja, und ich komme jetzt zu dir, Felix. Nee. Wird mir noch die andere Kiste. Oh, verdammt. Ja, gut, ich komme doch zu dir. Ja, super. Sau. Was war das eigentlich? Das war ein Geschützturm. Steht ja gut. Ist er stehen geblieben? Ach, der ist sogar stehen geblieben. Cool, dass hier unten ist, noch sogar mein eigener gewesen. Ja. Der Geschützturm ist stehen geblieben, sehr gut. Ja, da musst du jetzt ein bisschen aufpassen da unten, ne? Der schießt auf dich. Wenn du zu nah rangehst, nicht unterwegs. Wie heißt du? Lumi oder Lena? Soll ich dich ein bisschen ärgern? Lumi da, such dir irgendwas aus. Soll ich dich ärgern? Nein. Ärger mal lieber mich, glaube ich. Bin dir, glaube ich, gefährlicher. Ich sehe schon, ich bin die Erste, die weg ist komplett. Ja, du hast ja mitgeholfen. Dein Geschützturm ist übrigens weg. Ich will ja nur nett sein, damit ihr auch eine Chance habt, ne? So. Das ist so die Taktik. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. So, jetzt hab ich's gesagt. Los, hauen Benni da unten weg. Eigentlich brauchst du dich bloß da unten. Ach nee, du kannst ohne Dynamitstange runterfallen lassen. Nach links laufen. Was ist Dynamitstange? Habe ich nicht irgendwie sowas, was ich hinlegen kann? Ja, wenn du eine Dynamitstange, da musst du aber an die Kante da gehen, weil der das so einen Meter vor sich wirft. Dynamit oder so. Ja, dann musst du da legt rüber. Leicht vor sich, ja. Dann musst du noch weglaufen. Du hast noch 20 Sekunden. Ja, ist ja okay. Ich sehe Böses kommen. Nee, so weit wirft das nicht. Ich denke, ich bin dran. Na super. Naja, geh ruhig, mit Benni. Schieb mich halt weg. Schieb mich halt runter! Aber Benni, wenn du Glück hast, bist du jetzt gleich mit der Figur da dran. Das war mein erster, der dran war, ich glaube nicht. Der lacht so richtig. Ich hab halt. Doch! Das ist natürlich nett. Na toll. Eigentlich kannst du mir jetzt einen Stupser geben. Moment mal. Ich will eigentlich was anderes machen. Wo ist es denn? Da. Mich voll reinhämmern? I'm coming for you. Hey. Was wird das? Erstmal die Kiste nehmen und dann irgendwas hinlegen? Ernsthaft? Ah, da ist ja noch eine Kiste. Rope? Wir haben unendlich Rope. Musst du denn das unbedingt sagen? Oh, ups! Ja! Falsche Taste! Bumm! Hau ihn weg! Falsche Taste! Ich wollte springen, aber die Springtaste nicht gefunden. Benni, weißt du noch, wo es die Mission gab, dass man sich durchhangeln konnte immer? Werde ich nicht mehr, ne. So, jetzt bin ich gespannt, was du machst. Wir haben unendlich Ninja Rope, von daher ist das. Echt? Ja. Rechts oben, ja. Du hast keine Nummer dran stehen, da hast du unendlich. Scheiße! Was tust du mit dem Objekt? Hör auf, es in deine eigenen Leute reinzuschieben. Tu damit spielen. Du tust damit tun. Genau, alles schön zum Leiter, der explodiert nicht. Ach Mann, ist das frustrierend! Wenigstens habe ich dir noch das Leben weggenommen. Kaum ein Stupser reicht. Du hast nur noch 8 Sekunden, ne? Ich will dich ja nicht unter Druck 6, setzen, aber. 5, 4. Ah. Oh. Er macht safe mit der Mine.
Louis, ich hab genug Zeit, drüber nachzudenken, was ich mach. Mist! Ja, hat man gesehen hier. Das, der Unterschied ist, ich hab 3 Würmer da unten stehen. Lumi, geh da rüber und hau ihn weg. Mit dem Ninja-Seil kannst du dich oben festhangeln und dann rüberhangeln. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich das hinkriege? Ja, doch, ich vertraue. Wird die abstürzen. Du darfst bloß nicht zu knapp übers Wasser dich hangeln. Das kann ich da nicht einfach irgendwas rüberschießen? Du musst dich mit dem Rücken zu der Kante stellen. Wie noch? Rücken zur Kante und dann Doppelsprung. Du kannst auch Bananenbomben noch? Bananenbomben gibt's auch, aber das sind super Waffen, die hast du nicht. Wahrscheinlich. Du kannst das Jetpack nehmen, immer Leertaste drücken und kannst du rüberfliegen, musst halt bloß aufpassen, dass du... Oder aber irgendwas rüberschicken. Dann schieß auf den Leiter, das Ding explodiert. Das auf den Leiter, du meinst auf die Dose? Ja, die Dose, wo halt Feuerzeug, Benzin drin ist. Kräftig, einfach gibst volle Kanne. Du gibst ja schlechte Ideen, weißt du das? Und mein Bild hat grad fies gestockt. Na gut, du hilfst mir ja quasi, Dance, um selber Baby, zu helfen. Dance. Nee, das war ich. Ich hab ja ihm gesagt, wie du ihn tötest. The Line. Benny hat bloß noch 2, nee. Quatsch. Vernichtet euch ruhig gegenseitig und ich bin eure Waffe. In Ordnung. Nee. Immer so Tipps gegen den anderen geben, wenn ich dran bin. Das klingt jetzt sehr nach 50 Shades of Grey. Ja. Ja, durfte ich mir vor kurzem angucken. Ich hab's auch gesehen. So eine Katastrophe. Der zweite? Wieso geht das nicht? Den ersten. Ja, den zweiten meine ich schon. Also so viele Sexszenen habe ich noch nie gesehen. Blödes? Ist der noch witziger als der erste? Mit links, rechts, weg. Jo, was war das jetzt? Alles klar. Never mind. In 50 Shades of Grey muss man so als Komödie betrachten, dann wird's echt gut. Ganz ziemlich, also es gab viele, darf ich das nicht sagen, Fick-Szenen. Du hast eben schon gesagt, Sex-Szenen. Offensichtlich hatte ich das tief beeindruckt. Hui. Das hat mich tief beeindruckt. Und daneben. Luftlinie und so. Ja, versucht macht klug. Ich konnte niemanden treffen von dort hinten sonst. War echt ein bisschen doof. Rope? Hab ich gerade versucht, hat nicht funktioniert. Falls dir das aufgefallen ist. Ich habe ungefähr 20 Sekunden oder 30 Sekunden verschwendet, damit das Rope zu benutzen. Ich meine, einen Versuch hatte ich ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Komm. Na? Obwohl. Klappt das? Obwohl. Ach komm. Ja, klappt. Ach, sieht gut aus. Aber ich komme nie weit genug. Oh. Ah, Mist! Warum vor der Kante? Warum konnte ich nicht hinter die Kante gehen? Der funktioniert ja eh nicht mit dem. Oh. Mit dem Weitschießen. Von daher. Baseballschläger meine ich. Das Lachen war gerade gut. Nimm erst die Kiste, Na, egal, lass dir krabbeln. Die hat genug zu tun, schon zu tun. Ja, eben. Nimm den Baseballschläger, krabbel runter und hau dem eine über die Nuss. Weiß nicht, ob ich. Damit würde ich eine Mine probieren. Hinlegen. Nee, es ist ja gut, warte jetzt mal. Jetzt sag nicht, was. Du weißt nicht, was der Baseballschläger ist. Ich weiß, was der Baseballschläger ist. So weit bin ich noch. Ich weiß nur nicht, ob ich das hinkriege. Du musst nur ein Stück nochmal nach oben, nach oben. Nach oben, da ist eine Kante. Klick. Ja. Läuft. Home run. Yay. Ich habe auch jemanden vernichtet. Läuft bei dir. Verbessere mich. Mhm. Ja. Am Ende bin ich die strahlende Siegerin. Ja, ja. Das ist ja immer so. Frauen verbessern sich so lange, bis sie sich dann selbst überholen haben. Und dann bist du sauer. Ich kann ihn da unten ziehen. Ach, fuck. Sag mal, wie oft ziehst du die Waffe? Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich mit dem da unten drin machen soll. Mit einem Rope raus oder mit einem Dingens raus? Der lacht gibt's so immer noch nicht, oder? Der lacht so richtig dreckig bei mir so. Ja, ich habe das eingestellt, dass der die Bösewichtstimme hat. Naja, pass mal auf, hier reicht ja schon die Schrotflinte, aber du kriegst mich nie voll weg. Bist du sicher? Ja. Oh, ups. Bin ich. Was ist denn das? Das war die Wasserbombe und ich habe sie komplett verworfen. Nee, da oben relativ safe. Ja, hätte ich halt nicht richtig getroffen, wärst du bis runtergerutscht. Hätte, Fahrradkette. Oh, die Zeit läuft ab. Ja, jetzt. Oh shit, das heißt, ich muss hier irgendwie weg, ne? Das Wasser steigt, genau. Habe ich natürlich nicht gedacht. Und es gibt neue Musik. Ich werde eh weggebombt. Na? Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum ich gerne einen moderneren Worms-Teil spielen würde. Das Ninja Rope ist da besser. Bei den ganz alten ging das aber auch cool. Ja, ja, aber fast damit fliegen. Aber bei denen hier geht's halt echt nicht mehr so geil.
Halt ein ganz altes Spiel. Da kenne ich mich wenigstens noch aus. Frech hier. Aber du säufst ja unten der E ab, also. Ja, weil ich jetzt da wahrscheinlich auch nichts rankomme. Ich meine ja auch gar nicht dich, ich meinte Felix mit seinen drei Würmern, die da unten rumstehen. Na toll. Hast du nicht ein Jetpack? Ich kann da also nicht nachgucken, wenn ich nicht dran bin. Ein Jetpack gibt's. Das kann man sofort nehmen. Direkt neben Ninja Rope. Nimm doch das Jetpack und flieg nach oben raus. Eben. Hey, warte mal, Jetpack? Wo ist denn Jetpack? Ach, da irgendwo bei den. Links neben dem Rope. Auf der rechten Seite. Oh, blau. Tatsächlich. Okay, wie mache ich das? Leertaste und dann nach oben mit dem Pfeiltasten steuern. Genau. Sehr intuitiv. Wenn du wieder Leertaste drückst, hört's auf. Und du kannst noch eine Waffe abfeuern, weil es bloß ein Hilfsmittel war. Du kannst noch schießen. Ich schaff das aber nicht mehr zu schießen, glaube ich. Dann lauf in der Gegend rum. Ich glaube früher noch hier Seilspringen. Hauptsache du zerstörst irgendwas, genau. Bist ja, du hast gerade Schaden gemacht. Also musst doch Schaden gehabt haben, oder? Ja, ja, müssen doch Schaden gemacht haben. Na immerhin. Toll, jetzt sauf ich da unten. Super. Wenn man die Würmer nicht wechseln kann, ist halt blöd. Wer ist denn dran? Ah, ich bin dran. Wer ist dran? Ah, ich bin dran. Ah, ich bin dran. Ich hab fast keine Würmer mehr. Könntest du mich bitte am Leben lassen? Sehr schön. Nimm, guck da unten Felix. Felix sitzt da so schön langweilt rum. Der möchte gerne sterben. Schon so unten. Ja, komm, bring mich um, da kann ich mit einem höherwertigen nach oben. Oh, der fliegt so hoch. Na gut, das geht auch. Der Dragon Ball. Geil. Dann bist du aber nicht gestorben. Jetzt musst du mit dem doch noch dran. Ja, richtig. Weiß nicht, wolltest du nicht gerade sterben? Ach, das der dran. Ja, ernsthaft? Erst ist der dran. Ja, ich hab wenigstens beide scharf. Meine Würmer oben, das ist schon mal gut. Jetzt kommt der super scharf. Oh Gott. Mäh. Na, was machst du? Was? Okay, es war ein normales Schaf und kein super Schaf. Das sehr gut. Nicht geflogen, ne? Da war da aber Letzten Kollege zu mir, Felix, warum hackst du immer so auf die Enter-Taste? Ich so, weil ich's kann! Wir haben heute bei Jodel festgestellt, dass es auch die Leertaste und auch die Escape-Taste so trifft. Kann ich nicht wegspeckbomb schießen wegen der Kante, oder? Du stehst doch schon da. Müsste mich noch theoretisch treffen. Ja, hättest du nur höher zielen müssen. Ich glaube, das geht mit deinem Baseballschläger. Kommst du jetzt knuddeln oder was? Nein, ich wollte nochmal. Sie kam so angelaufen und hat so unter meinen Hut geguckt, deswegen müssen jetzt knuddeln. Das war ein Küsschen. Ja, Entschuldigung, ich hab's nicht so gemacht. Ich dich und dann gebe ich dir einen Bussi. Oh. Das ist doch nett von mir. Ich hab den Schritt halt schon gemacht. Das war geil. Gut investiert, Felix. Ah, ich hab den Schritt halt schon gemacht. Aber deine sind wir auch gestorben da unten. Naja, aber das ist genau war dabei. Zu das schön, cool um dort zu sein. Da hätte ich halt den Teleporter direkt zücken müssen und ich wollte mich bewegen, damit ich schon da dran bin. Toll. Teleporter ist eine gute Idee. Wo ist er? Da auch irgendwo rechts. Ganz rechts. Rechts! Ist dir sicher? Jep. Ganz sicher? Jep. Wirklich? Super scharf. Läuft. Die Hälfte wird er eh dann gleich abgurgeln hier. So, ich hol mir mal kurz Alkohol. Sehr gut. Bräuchte ich. Ah, du bist dran. Ich wollte springen und das ist nicht auf der Leertaste, natürlich. Nee, das ist auf der Shift-Taste. Ja, das weiß ich jetzt auch, danke. Hab ich erzählt, dass es auf der Shift-Taste ist? Aber Leertaste ist so intuitiv, überall ist Springen auf der Leertaste. Aber Wurms hatte schon immer die Shift-Taste. Das ist mir doch egal. Na, wir versuchten da so links zu springen. Benny, nimm doch das Rope. Nee, das klappt ja nicht mit dem blöden Rope. Na klar. Wo soll ich denn hier hinziehen? Ach, Moment mal, über mir. Und jetzt hin und her. Aber ich komme nicht trotzdem nicht nach oben. Ja, dann nimm halt das Jetpack. Stell dich an. Quatsch. Er braucht denn das Jetpack? Ey, früher warst du der Meister. Ich hab dich angehimmelt beim Jetpacken. Wer braucht das Jetpack?
Beim Roben meine ich. Ha, guck mal. Wir bleiben einfach stehen beim Napalm-Strike. Glaubt es nicht, aber roben konnte ich früher auch gut. Also Benny hat sich früher durch Höhlen durchgerobt. Ja, aber es ist keine Höhle hier. Flogen. Ist trotzdem keine Höhle. Und knapp. Oh. Und da war der 2 Schaden. Vorbei. Das ist echt ein bisschen tricky mit dem Jetpack, aber es gab keine andere Möglichkeit. Du hättest ihn nochmal aktivieren müssen, wenn du mit dem Jetpack aktiviert runterfällst, sozusagen kriegst du keinen Schaden. Kann ich euch beide mit dem Baseballschläger hier weghauen? Wie viele Baseballschläger hast denn du? Gar keinen mehr, glaube ich. Das wär jetzt natürlich extrem, das ist bitter. Ja, das wäre möglich gewesen. Ach, toll. Hätte super, wenn könnte. Jetzt? Warum steht da eigentlich jemand auf? Mine, hier, Dynamit ist Happer. Wir sind doch hier nicht bei den Bremer Stadtmusikern, geh mal runter von mir. Liegen lassen und dann... Nee, sie hat die Bazooka genommen. Das nimmt immer der PC. Du erwischst dich selber. Deswegen. Ich brauch erstmal eine Runde, um wieder reinzukommen. Nächstes Mal mache ich euch fertig und so. Nimm die Dynamitstange, da ist der Explosionsradius zwar größer, aber du hast mehr Zeit, um zu flüchten. Naja. Nicht ja, ist so. Ich brauch auch Alkohol, wenn das so weitergeht. Ich habe hier Stollensdorfer Kräuterlikör. Kommst du vorbei? Ja, nur gute Kräuter finden in des Hauses Weg. Nee, finden den Weg. Das ist nur noch 100%iges hier und nichts mehr zu mischen, das ist irgendwie blöd. Ich mische das hier gerade, weil keine Kohle mehr da ist, mit Schwipschwapp von meiner Freundin. Also, Kräuterlikör mit Schwipschwapp? Ja, ich habe keine Kohle mehr da. Besser wie. Wow. Aber das Blöde ist, wir müssen. Ignoriert mich ruhig. Mit Energy Drink ist lecker. Kannst einen. Oh, nee. Das Flying treibt. Horse machen. Nee, du. Hab ich so oft getrunken, das ist bei mir wie Abführmittel. Das trinke ich nicht mehr. Hab zumindest getroffen. Wuhu. Ja, sie wird besser. Ich hab getroffen. Ach so, du. Ja, sie wird besser. Dankeschön. Ist auch ein Anfang, Benny. Komm, hol die Pakete da drüben. Komm, also jetzt mal ernsthaft, wir haben uns alle nicht wirklich mit Ruhm bekleckert diese Runde, oder? Also ich bin die einzige mit Ruhm bekleckert hat sich keiner diese Runde. Komm, selbst runter zu mir. Du bist echt ein bisschen nervig. Mit deiner Fake-Brille da. Meine Nase ist... ernsthaft? Wow. Jetzt. Er tötet sich selber. Ach nee, macht er doch nicht mehr. Quatsch. Yes! Okay. Also dafür säufst du halt in 2 Runden ab. Er hat ja nicht mehr so viele Würmer, oder? Kommt er schon wieder 2. It happens. Ja, ich werde absaufen, definitiv. Na, definitiv bin ich mir nicht ganz sicher. Selbstmordkommando oder was? Das kann ich mir nicht leisten, so viele Würmer habe ich nicht mehr. Du hast genau noch einen. Mach ein Selbstmordkommando. Ja, Kamikaze! Wie war das mit... Dynamit? Ja, hinlegen und wegrennen. Genau, 5 Sekunden. Habe ich überhaupt noch Dynamit? Weiß du ich nicht. Dynamit, du hast Nein, sie hat eins benutzt. Sie Nein, hat ich eins habe benutzt. Eins benutzt, ich habe kein Dynamit mehr. Weil dann hast Minen funktionieren genauso. Sind aber schwächer. Und Rollenansteigung kann weg. Meiner will Eis essen. Nein. Genau. Und Benny wird auch noch getroffen werden. Ja. Guck mal, das Wackelpuddingwasser, ist das nicht super? Das war toll. Guck mal, bring wieder Bremer Stadtmusikanten. Was, Bremer Stadtmusikanten? Da stehen wieder 2 übereinander. Achso. Ey, ich hab erst jetzt übelst lange gebraucht, um zu kapieren, was du von mir willst. Denk dran, da ist noch einer auf deinem Höcker drauf. Ich weiß. Nimm erstmal den. Ja, ich nehm erstmal den anderen, das ist eine größere Gefahr als das Mädel. Lumi ist im Zweifel keine Gefahr, das ist halt wirklich so. Lumi ist vor allen Dingen eine Gefahr für sich selbst, das ist ja das Problem. Was machst du jetzt gerade? Ich werde mit euch auch, ich werde auch meinen letzten Wurm selbst zerstören, ihr müsst da gar nichts zu tun. Nein, wirst du nicht, du wirst kämpfen bis zum bitteren Ende. Ja, und währenddessen werde ich mich aus Versehen selbst zerstören. Aus Versehen selbst zerstören. Hups, ich habe den Knopf gedrückt, Mina, ja, oder? Ja, ja. Was machst denn du da eigentlich? Rumsitzen. Ah, okay. Oh, geil, ich fass es nie. Ihr seid so geliefert. Tja, ich hab keinen Wurmwechsel gehabt. La la la. You have chipped my China. Nimm dir doch den Wurm, der am nächsten liegt. Den kriegst du gut tot. Hast du jetzt deine Wasserbombe oder was?
Ich glaube, da reicht die Steigung nie wirklich aus. Wieso? Klar. Probier's doch mal. Das wollte ich gar nicht. Nein. Ups, das wollte ich nicht so gut. Ist nicht gut. Lumi hat natürlich wieder den Cupcake in der Hand. Da musst du weiter weg. Ach, Mist. Na, ein Versuch war's, ja. 88 Punkte hat die, ist das nicht ein bisschen tendenziös? Es ist immer noch nie die, es ist der. Du bist total auf blau und rot geeicht. Ich bin blau und er ist rot. Nein, ich bin blau. Also ein paar Minuten. Und ich lebe immer noch. Ja. Wie habe ich denn das gemacht? Das Leben ist Felix so ist unfähig. Ja, unfähig. Und machen blau. Wir jetzt? Obwohl ich Geld noch bin. Nee. Nein, noch nicht, da hast du recht. Aber wir müssen Vorbilder sein, du trinkst gar kein. Gib dir mal zu, du trinkst gar keinen Alkohol, du trinkst Kräutertee. Für Erwachsene. Ja, ich trinke Kräuterwasser. Kräutertee für Erwachsene, sag ich doch. Geh doch da weg! Du musst drüber springen. Bring sie bitte über los. Übrigens, ich kann dich auch töten, wenn ich jetzt nämlich explodiere. Ich erinnere mich. Aber sie hat über 100 Punkte. Aber du hast recht gehabt, du wirst dich selbst zerstören. Nee. Bist nicht tot. Ist nicht tot, aber es ärgert mich trotzdem gerade. Oh mein Gott, ich bin nicht die Erste, die gestorben ist. Ja. Glückwunsch. Denk, Halleluja. Ich geh mal kurz. Yay. Brechen. Yay. You cannot escape. Was mache ich jetzt mit dir? Also als Zweite zu gehen, finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich würde natürlich auch gerne gewinnen. Also spring doch einfach mal ins Wasser. Nee, du kannst doch einfach Seilspringen machen. Mal gucken, was sie mit dir anstellt mit 2,9. Nö, wir gewinnen. Mein Gewinn. Also, Lumi, wo wohnst du? Also, etwas weiter weg. Warte mal, können wir das machen nach der Aufnahme? Weil wir haben jetzt gerade die Auswertung. Also, wir haben zumindest jetzt eine Folge aufgenommen. Dann verrate ich meinen Wohnort jetzt vielleicht nicht gerade. für alle Leute, die hier gerade zuschauen. Ich geh mal kurz noch durch die Statistik durch. Und ich war rot. Most enemy kills in one turn habe ich als rot. Nice. Most crates collected habe ich auch. Ja, du hast alles, wissen wir. Nee, das war alles, was ich hatte. Den Rest hatte ich nicht. Das ist so cool. So. Das war die erste Runde von Wurms gegen Felix und Lumi. Noch eine Runde? Erstmal verabschieden. Erstmal sagen wir tschüss. Genau.